Der tollkühne Präventivschlag gegen das militärisch genutzte Weltraumzentrum der Amerikaner wurde als außerordentlicher Erfolg gewertet. Da Russland sich jetzt auch mit Amerika im Krieg befindet, warnte Präsident Kapalkin vor einem unmittelbar bevorstehenden Angriff auf das Vaterland. Im Zuge dessen haben sich tausende Zivilisten für die Flucht aus Moskau entschieden. Wer in der Stadt bleibt, muss sich an eine strikte Ausgangssperre halten und unterliegt der Militärgerichtsbarkeit. Oberst Savilov, das Uplink-Netz von Moskau wurde ausgeschaltet. Unsere Hauptstadt wird angegriffen. Melden Sie sich sofort zur Einsatzbesprechung. Oberst, die Amerikaner greifen von einer mobilen Seebasis aus an. Ihre Aufgabe ist es, die Herrschaft über das elektromagnetische Spektrum um Moskau wiederherzustellen, indem sie die Uplinks dort sichern und neu starten. Der Feind wird dasselbe versuchen, beeilen Sie sich also. Moskau muss um jeden Preis verteidigt werden. Präsident Kapalkin hat die Stadt noch nicht verlassen. Alle anderen Bewohner sind entbehrlich. Alle anderen. Versagen Sie nicht. Zur Verteidigung von Moskau. Unsere Startaufstellung besteht aus einem Kommandofahrzeug, einer Artillerie, einem Schützen, einem Pionier und einer zusätzlichen Verstärkung, die des Gegners aus zwei Schützen, zwei Panzern und einem Hubschrauber. Die Pioniere sichern und erweitern Yankee, später Alpha, die Schützen Bravo, dann Delta. Diese vier Uplinks versuchen wir zu halten, bis der Sieges-Countdown abgelaufen ist. Oberst Savilov hat sich angemeldet. Datenstrom ist sicher. Moskau liegt im Dunkeln. Alle Uplinks sind offline. Wir müssen über die Hälfte der Uplinks der Stadt sichern und neu starten, Oberst. Artillerieträger des Typs Sukhov wurden bereitgestellt. Sie sind auf große Entfernungen sehr schlagkräftig, direkten Angriffen gegenüber jedoch hilflos ausgeliefert. Steelcry hier. In Position. Tanker hier. Cockroaches stationiert. Lima prüfen. Gegner hat es gesichert. Erobern Uplink. Westlichen Quadranten prüfen. Feind gesichtet. Schwarzkopfpanzer in Sicht. Verstärkung ist verfügbar. War Devil hier. Wir werden das Uplink einnehmen. Die gegnerischen Schützen werden Lima und Delta sichern und später Richtung Bravo marschieren. Bravo ist also der Konfliktpunkt. Da, sind unterwegs. Bravo prüfen. Wir haben es gesichert. Yankee prüfen. Wir haben es gesichert. Kodiak hier. Alle Truppen bereit. Atlas hier. Alle Fahrzeuge einsatzbereit. Papa Bear hier. Alles top. Tanker hier. Oga einsatzbereit. Delta prüfen. Der Feind hat es eingenommen. Atlas hier. Speziell für Moskau ist hier anzumerken, dass der Gegner im Gegensatz zu Paris und Washington DC ebenfalls über Luftangriffe verfügt, die er einsetzen kann. Bestätigt. Da. Sobald die Pioniere mit dem Erweitern fertig sind,
schickt sie als zusätzlichen Schutz für Bravo in eines der Gebäude im Zentrum. Gegner in Bewegung. Blackfoot Kampfhubschrauber in Sicht. Feinde angreifen. Jawohl. Wir sind unterwegs. Einheit 6 prüfen. Sie werden zermalmt. Zurückziehen. Okay, Oberst. Hunchback hier. Ziel erfasst. Mittlerer Quadrant. Feindliche Jagdbomber im Angriff. 23 starke Flugzeuge in Sicht. Einheit 5 prüfen. Sie sind zahlenmäßig unterlegen. Gegner neutralisiert. Hier spricht das Angriffskommando. Wir sind mit uns verbunden. Atlas hier. In Position, Oberst. Einheit 5 prüfen. Abholung angefordert. Yasha hier. Wir geben uns zur Rettungsmission. Die Panzer sind die gefährlichsten Gegner. Versucht sie mit Hilfe von Luftangriffen und der Artillerie zuerst zu zerstören. Für die nächsten Minuten gilt es vorerst, die feindlichen Einheiten zu bekämpfen und abzuwehren, bis die Gegend sicher genug ist, um Alpha und Delta gleichzeitig zu sichern. Infanterie in Gebäuden hat eine höhere Reichweite. Wenn die Zahl im Fadenkreuz grün ist, muss sich die Einheit zum Angreifen nicht bewegen. Hier ist Kodiak. Wir sind im Gebäude. Fantastisch! Einheit 6 prüfen. Sie wird abgeschlagen. Rückzug bestätigt. Das war mein Schuss. Hier ist Oka. Rückzug bestätigt. Steelcry hier. Alle Fahrzeuge laufen rund. Was ihr hier seht, ist eher eine Ausnahmesituation. Es kam bei mir zum ersten Mal vor, dass die Transporter meine Artillerie überraschte. Südlichen Quadrant prüfen. Gegner bewegt sich. Blackfoot Kampfhubschrauber in Sicht. Vom Feind lösen. Hunchback hier. Ziel erfasst. Einheit 2, Sie liegen unter Sperrfeuer. Sie schneiden uns die Kehle durch. Gegner neutralisiert. Hier ist Steelcry. Sie haben uns böse erwischt. Hier ist War Devil. Wird erledigt. Bestätigt, Oberst. Lächelt, ihr Narren. Die Wölfe sind unterwegs. Noch ein kleiner Tipp. Kontrolliert nebenbei das Kommandofahrzeug und sorgt dafür, dass seine Drohnen immer einen Feind angreifen. Die Wächterdrohnen können einen großen Unterschied im Kampf machen. Kodiak hier. Wir haben das Gebäude. Hier ist War Devil. Wir haben das Gebäude. Kodiak hier. Da, wir machen sie fertig. Vernichtet. Sind unterwegs. Da. Hier ist Steelcry.
Zodiac hier. Da. Das ist schon besser. Kanonenfutter. Für diesen Augenblick werden Spetsnaz geboren. Okay, wir sind unterwegs. Zu Befehl. Los, hier ist Kodiak. Bestätigt, Oberst. Hier ist Express. War Devil hier. Da, natürlich. Hier ist Kodiak. Da, Uplink sichern. Hier ist Express. Alle Fahrzeuge gefechtsbereit. Sobald die Umgebung als sicher erscheint, schickt eure Pioniere nach Alpha und die Schützen nach Delta, um die Oberhand über die Uplinks zu gewinnen und den Sieges-Countdown zu starten. Kodiak hier. Alle Truppen bereit. Schaut uns hier ist Express. Was kommt als nächstes? Hier ist Ogre. Wir haben ein Fahrzeug verloren. Mittleren Quadranten prüfen. Gegner in Bewegung. Schwarzkopfpanzer in Sicht. Hunchback hier. Ziel erfasst. Feinde angreifen. Kodiak hier. War Devil hier. Wir sind in Deckung. Kodiak hier. Artilleriefeuer auf unsere Position. Hunchback hier. Ziel erfasst. Kodiak hier. Artilleriefeuer auf unsere Position. Mittlerer Quadrant. Gegner vernichtet. Südlicher Quadrant. Gegner ist unterwegs. Fastback Schützenpanzer in Sicht. Hier ist Steelcry. Alle Fahrzeuge zerstört. Holt sie uns ab. Hier ist Express. Kodiak hier. Sichern Uplink. Ogre hier. Hier ist Kodiak. Artilleriefeuer auf unsere Position. Express hier. Hier ist Kodiak. Artilleriefeuer auf unsere Position. Vladimir hier. Rettungsmission abgeschlossen. Hier ist Kodiak. Artilleriefeuer auf unsere Position. Sie radieren uns aus. Aus dem SIDREP heraus können Sie taktische Befehle erteilen, als befänden Sie sich auf dem Gefechtsfeld. Delta prüfen. Wir haben es gesehen. Wir können mehrere Einheiten bereitstellen. Hier ist Kodiak. Artilleriefeuer auf unsere Position. Yankee prüfen. Spitze hat Uplink vernichtet. Hier ist Express. Aufgrund des Flusses ist die feindliche Artillerie ungünstigerweise schwer erreichbar. Spart daher Luftangriffe auf, um sie leichter besiegen zu können. Hunchback hier. Ziel erfasst. Express hier. Artilleriefeuer auf unserer Position. Hier ist Express. Mittlerer Quadrant. Die KI wird die MVW einsetzen, wenn sie meint, mindestens 3 Ziele damit treffen zu können. In dieser Mission ist es allerdings nicht dazu gekommen. Ihr solltet auf die MVW erst zurückgreifen, wenn ihr glaubt, mindestens 3 Ziele damit treffen zu können. Auf Hubschrauber solltet ihr mit der MVW nicht zielen, da sie in der Lage sind, rechtzeitig vor der Einschlagstelle der MVW zu fliehen. Unabhängig davon, wie weit ihr den Feind zurückgedrängt habt, solltet ihr die Artillerie hinten behalten. Der Grund dafür ist, dass sie hauptsächlich dafür verantwortlich ist, die Uplinks Alpha, Delta und Bravo zu bewachen. Hier ist Express. Mittleren Quadranten prüfen. Gegner ausgeschaltet. Südwestlichen Quadranten prüfen. Gegner bewegt sich. Mobiles Befehlsfahrzeug C1A5 in Sicht. Snow Goose hier. Alle Helis in der Luft. Einheit 6 prüfen. Ungleich verteilt. Express hier. Artilleriefeuer auf unsere Position. Da der Feind einen Uplink deaktiviert hat,
bestehen die letzten Minuten darin, die verbleibenden drei Uplinks zu halten, bis der Siegescounter abgelaufen ist, um diese Mission zu gewinnen. Mittlerer Quadrant, Gegner neutralisiert. Hunchback hier, Ziel erfasst. Hier ist Express. Was kommt als nächstes? Südwestlichen Quadranten prüfen. Gegner neutralisiert. Auf dem Weg, Oberst. Hier ist Snowgoose. Beginnen mit dem Angriff. Jawohl. Wird ein Kinderspiel. Südwestlichen Quadranten prüfen. Gegner in Bewegung. M118 Fastbikes in Sicht. Jawohl, auf dem Weg. Hier ist Express. Was kommt als nächstes? Bestätigt. Sind unterwegs. Jawohl, auf dem Weg. Hier ist Boombear. Alle Fahrzeuge gefechtsbereit. Südlichen Quadranten. Feindlicher Luftschlag unterwegs. A20 Schlachtflugzeuge in Sicht. Da, kein Problem. Hier ist Ogre. Wir haben keine Fahrzeuge. Holen Sie uns hier ab. Einheit 6 prüfen. Abholung angefordert. Wladimir hier. Wir geben uns zur Rettungsmission. Gegner bewegt sich. PD-6 Rottweiler Gefechtsdrohnen in Sicht. Moskau ist wieder online. Auftrag erfüllt. Hier spricht das Hauptquartier. Sie haben es versucht und sind gescheitert. Moskau steht noch. Und jetzt ist der Einsatz aller Mittel gegen unsere Feinde gerechtfertigt. Es wird keine stufenweise Eskalation geben. Ich befehle hiermit jeder Spetsnaz-Gardebrigade, innerhalb von 48 Stunden Gefechtsbereitschaft herzustellen. Lesen Sie es mir von den Lippen ab. Washington ist Geschichte. Wenn ihr diese Mission bestanden habt, herzlichen Glückwunsch! Hiermit habt ihr auch die ganze Weg zum Krieg-Kampagne auf Hardcore geschafft. Und damit endet auch dieser Guide. Ich hoffe, die Tipps waren hilfreich und nun viel Erfolg beim selber ausprobieren.
Sie sind demnach autorisiert, sich jederzeit an diesem strategischen Bildschirm anzumelden, um den Kriegsverlauf zu beobachten und Bereitstellungsempfehlungen abzugeben. Sehen wir uns jetzt die laufenden Operationen an. Wie die Teufel haben wir auf heimischem Boden gekämpft. Obwohl das New Commonwealth weiterhin auf seiner Neutralität beharrt, gestattet es europäischen Streitkräften, vor der Gründung der Europäischen Föderation im Jahre 2018 im Vereinigten Königreich und in Irland aufgestellte Uplinks zu besetzen und zu verteidigen.